Die folgende Sendung kann Bildmaterial von verarbeiteten oder unverarbeiteten Lebensmitteln enthalten und so zu unkontrollierbaren Hunger- und Fressattacken führen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einen Lebensmittelhändler oder Bäcker. Wieder im Crockpot. Und zwar habe ich mal was Neues ausprobiert. Ich habe hier eine Zwiebel klein gehackt, zwei Möhren, 600 Gramm Hackfleisch zu kleinen Bällchen geformt, gewürzt mit Salz, Pfeffer, Paprika und ein bisschen Knoblauchpulver, eine halbe Dose stückige Tomaten und 500 Milliliter Rinderbrühe. Eigentlich wollte ich noch zwei Selleriestangen mit klein hacken und mit reinmachen, habe ich aber nicht mehr, also geht es auch ohne. Das kommt jetzt alles nacheinander einfach in den Topf rein, dann kommt der Deckel drauf und dann mache ich 2 Stunden high und nach 2 Stunden kommen noch mal ein paar TK-Erbsen rein, also tiefgekühlte, für eine halbe Stunde. Und dann sollte das Ganze fertig sein. Dazu gibt es Vollkornnudeln, Spirelli gekocht. Die kommen dann, werden dann nachher mit untergemischt. Aber die werden extra gekocht. Das zeige ich euch dann. Also los geht's. Ihr habt ja in Deutschland sicherlich die kleinen dosenstückige Tomaten. Also für den 3,5er Crockpot reicht eine Dose. Ich nehme von den großen eine halbe. Jetzt würzen wir das noch ein bisschen. Pfeffer, Salz, Paprika, bisschen Basilikum und ein Hauch Oregano. Einmal kräftig umrühren und dann kommen die Bällchen dazu. Okay, dann kommt der Deckel drauf, Steckdose, dann machen wir heute high, 2 Stunden. Und nach 2 Stunden kommen die Tiefkühlerbsen noch rein für eine halbe Stunde und dann ist es auch schon fertig. So, 2 Stunden sind um, jetzt kommen die Erbsen rein. Die Nudeln kochen da schon. Einfach nach Gefühl. Schon sehr gut aus. Das lassen wir jetzt noch mal eine halbe Stunde auf High. Ist es gleich fertig. So, jetzt ist fertig. Jetzt nehmen wir hier unsere gekochten Vollkornspirelli.
fahren den Deckel zu und warten nochmal 7 Stunden. So Quatsch. Ist doch ready jetzt. Jetzt kann das serviert werden. Okay. Piep, piep. So. Also, die Einfahrt wurde gefräst. Jetzt wurden die Reste hier nur vor die Einfahrt der Garage geschoben. Und da mein herzallerliebster Ehemann heute nach Hause kommt, schmeiße ich jetzt die Fräse an, hoffentlich. Und werde ja mal klar Schiff machen. Ja. Alles weg. Schurris Gassi-Weg ist frei. Hier kommt man auch wieder zu den Hühnern. Peekaboo!
Na ihr? Na komm. Schickaboo. Na komm. Habe ich euch zu sehr Krach gemacht? Du bist ja heute mutig. Hey, Muffin.